Yo, welcome back nach erfolgreicher Schatzjagd. Die Jack Hall Bande habe ich gefunden. Also der Schatz der Jack Hall Bande. So, jetzt muss ich mal schnell auf die Karte gucken. Das kann ich mal löschen. Dann gucke ich mal in meine Tasche. Da sind jetzt drei Goldbarren drin. Ich kann euch beruhigen, es waren aber nur zwei. Eine habe ich schon noch gehabt. Was habe ich denn da noch? Eine Perlenkette und ein E-Ring. Die mit der Perlenkette bin ich wirklich noch am Hadern. Ob ich die nicht noch irgendwo brauche. So, was habe ich dann jetzt noch für Schatzkarte? Die Giftfahrtkarte 2 habe ich noch. Ach. Das war die Aktion mit der Schlange. Ja, da bin ich immer noch nicht weiter. Gekocht habe ich. Schlafe habe ich. Also die nächste Herausforderung war ja, na, diese Tiere erlegen nach dem Rufe beim Meisterjäger. Ich hätte gesagt, ich mache mich jetzt mal auf den Weg Richtung zurück. Bin hier oben da in dem Grizzly-Bären-Gebiet. Das gefällt mir alles irgendwie gar nicht. Ich habe den ewig schon wieder Heule und Schreie gehört. Ich mache mich jetzt mal zurück in der Horse Shore Overlook. Genau, was habe ich denn eigentlich noch für Missionen over? Steckbrief. Albert Mason, Micah Bell und John Marston. Micah Bell, wo ist denn der? Ach, der ist da in der Nähe von Strawberry. Der Steckbrief, der ist hier unten in St. Denis. Und ich bin jetzt hier oben irgendwo, gell? Ich könnte natürlich auch einen Umweg machen zu diesem Steckbrief. Mach ich auch. Gibt es ein bisschen Geld zu verdienen? Mal gucken, wo ich da jetzt hier langkomme. Dahin, wo ich das legendäre Wildschwein erlegt habe. Das war ja, glaube ich, offline, wenn ich mich nicht irre. Das hatte ich euch aber schon erzählt. Da komme ich an der Emerald Ranch vorbei. Das ist natürlich wunderbarstens. Kann ich mal ein bisschen Kohle machen und dann kann ich die Kohle auch mal dem Camp da irgendwie stiften. Ja, und unterwegs hätte ich gesagt. Nee, das lasse ich mal ausgerüstet. Unterwegs hätte ich gesagt. Gucke ich mal, dass ich die Tiere herbeigerufen oder erschossen kriege. Damit ich in meinen Herausforderung ein bisschen weiterkommen. Weil mit dieser Schlange do, von dieser Giftfahrtkarte, diese Schlange mit dem Loch dort drin irgendwie, keine Ahnung, wo die hier sein soll. Ich bin schon viel hier offline rumgeritten, aber ihr seht, hier sind noch so ein paar weiße Flecke auf der Karte. Da war ich halt auch noch nicht gewesen, aber so Gröbste habe ich eigentlich schon mal so abgeklappert. Ja, Gemosche. Das Gröbste habe ich abgeklappert. Ob da gerade ein Walpidi gehört. Was sitzt denn da? Und was ist da hinne? Da hinne ist ein Pferd und irgendein Typ. Hier vorne saß irgendwo ein Vogel, gell? Ein chinesischer Ringfasan. Ja, musst du dich genau in dem Moment bücke und picke? Mann! Das war ein Satz mit X, das war nix. Ist wahrscheinlich die Waffe eh ein bisschen zu fett für Fesel. New Hanover. Ach, guck mal hier, wie 1899, wie kreativ sie schon da waren. Sehr schön gemacht. Kann ich so tot nachrufen? Was ist da passiert? Irgendwie abgeholzt worden oder was? Easy boy. Genau, easy boy.
Ja, Gemorge. Ah, die sind ja alle so freundlich heute. Liegt das da dran, was ich die Waffe in der Hand habe, oder was? Ist aber wahrscheinlich gleich wieder wegstecken. So, jetzt was mache ich mit meinen 3 Goldbarren? Ich glaube, jeder Goldbarren ist $500 wert. Das wären 1500 Dollar wären das. Was habe ich kohletechnisch dabei? 88, 98. Da steht doch was zum Rufen. Nee, da stand was zum Rufen. Mist. Die Tothilfe beigejumpt. Da oben steht auch was. Aber rufen kann ich nicht. Truthahn, okay. Ach, was tun, sprach Zeus. Domino spiele, Five Finger Fillet muss ich noch spielen. Ja, ja, Partner. Nichts Partner. Ach, Kutsche, da war ja auch noch was. Ha! Gab's ja auch noch eine Herausforderung. Bandit, glaube, gell? Kutsche, glaube. Und das Ganze in der Nähe hier von der Emerald Ranch. Könnte sich auch lohnen. Weil der kauft hier Kutsche an. Das wäre natürlich auch noch so eine Idee. War gut, ich glaube. Waren ja, glaube ich, nur 2. Ja, nicht rumbellen, ich wollte streicheln, da lebst du fort. You're back. Go on, have yourself a quick nosy. It's worth buying, I'll buy it. Oh yes. People lose these all. So, Perlenkette. Weg damit. Goldene Ehering, weg damit. Silberohrstecker. Werden noch zur Herstellung gebraucht. Goldnugget. Ich will nicht. 500 sind die wert. Wenn ich jetzt alle 3 verticke, habe ich $1500 und dann könnte ich im Camp mal ein bisschen was herstellen und ausbauen, gell? Darf ich aber noch nicht sterben, da klauen sie mir die ganze Kohle wieder unterwegs. Hm. So, das Goldnugget geht auf jeden Fall weg. Komm, Abfahrt. Ich bin reich. Real good doing business with you. So, was kann ich denn bei dem noch kaufen, was mir noch fehlt? Nix, so wie es aussieht, hä? Pflanzenfresserköder, Schlangeöl. Das kann ich mir alles selbst herstellen. Eine Maske. Nee. Broschüre für Giftpfeile, Spezialmagenbitter und zielsuchende Tomahawks. Giftpfeile wäre natürlich auch mal nicht schlecht. Da wäre ich bei 100 irgendwas Dollar. 150, 160 Dollar circa. Komm, Abfahrt, wir geben auch mal Geld aus. Nice. So. Da du hast dich mal was gegönnt. So, kann ich jetzt hier irgend noch was herstellen bei dem? Bin ich auch gar nicht mehr umlaufende. Nee, noch gar nichts. Da fehlt mir überall noch. Schwarzbrücke habe ich. Goldohrstecker, kobaltblaues versteinertes Holz. Das ist auch so ein Sach. Wo kriegt man das her? Silberohrsteckerstück, Abalone-Muschel. Und Horn eines legendären Bisons. Messingkompass. Da will, glaube ich, hier auch eine haben. Tja, wo kriegt man den ganzen Kram her? Alles Fahre über Fahre, die man alle weiß.
rumfudle. Ich hätte gesagt, ich schnapp mir jetzt wieder meine Waffe. Da hinten steht da schon wieder was. Da rennen die jetzt schon wieder weg. Ist ein bisschen arschweit zum Rufen. Warum sind die da jetzt schon wieder abgehauen? Das darf nicht wahr sein. Natürlich immer in der Nähe von der Straße. Das ist natürlich immer so eine gefährliche Sache. Wenn du irgendwelche anderen Fesel vorbeireite, hau die Piste ab, dann stehst du da und guckst blöd. Da oben ist der nächste. Vielleicht kann es sie auch vom Pferd aus machen. Da hinten rennt jetzt einer rum. Nee, das ist mir klar. Die sind so weit weg. Ach, nur zwei Sterne, gell? Haben die meinen Duft in der Nase? Nee, sehr gut. Der geht nach innen. Jetzt hau ich schon wieder ab, die Biester. Das gibt's doch nicht. Och, Mann. Angus Ochse, da fällt mir doch gerade was in. War doch nicht da noch was? Brauche ich nicht noch so ein Rinderhaut? Eigentlich ja, gell? Da ist das Bäuerchen dabei und sonst niemand, oder? Das war's mit dem 3-Stern. Ne, da liegt er. Oh, ich glaube, der ist aber tot. Also halb tot. Fast tot. Nein, er hat noch 3 Sterne. Ich war verrückt, oder? Yes! Yes, yes, yes. Ich glaube, die Aktion hat sich gelohnt. Just hold on there, boy. So, jetzt mache ich mich, glaube ich, ganz schnell ins Camp. Erstens habe ich sau viel Kohle dabei und dieses wertvolle Auerochse oder Rinderochsefell oder was wie das da genannt wird. Come on now, boy. So, der andere läuft Achli, geplündert hatte ich ihn. Was hatte ich jetzt hier für einen Weg eingebe? Ah, bei dem Steckbrief, nee. Planänderung, ab ins Camp. Nee. Das ist mir tatsächlich zu heiß jetzt hier alles. Ich will die Haut in Sicherheit bringen und ich will im Camp ein bisschen Geld abgeben. Ja. Für die Gangkaste, die Mitgliederkaste. Okay, boy. Dass ich da wieder im Camp, im Horseshore Overlook ein bisschen was verbessern kann. Yeah, wieder. Die Waren verbessern, right einkaufen, there, Material und so weiter und so fort. So, dann mache ich mich jetzt einfach mal ganz schnell vom Acker und mache mich um den Weg ins Camp. Und das mit dem Steckbrief, das verschiebe ich mal auf einen anderen Morgen. Der war gerecht. Also das habe ich gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. Hier ist ein Grab. Hier ist auch einer gestoppt. Baum. Der Baum, der Baum. Ja, jetzt macht der Addo sich eine kleine Skizze. Bandenersparnis anzeichen. Nee. Der hat aber schön gemalt.
mir immer so sagen. So, Melido. Das Grab des unbekannten Soldaten, oder wie? Hier ist irgendeiner begraben, aber... steht nicht wer. What? Wer war der andere Vogel da eben? Also egal. Arthur, das hast du echt fein gemalt. Kann man nicht anders so. Das war so ein Riesenbahn. Hockt einer drunter? Nein, nein, nein. Ich will es gar nicht wissen, wer da drunter hockt. Nö, nö. Die Rinderhaut abgebe und von deinem viele Geld die Gang was spende. Ansonsten war das hier alles wieder gar nichts. Okay there, boy. You're a good boy. Yeah, there, boy. Boah, du musst dich doch lang. Samo Priorität setzen. So ein Rinderhaut perfekt ist was wert. Vor allem, weil es gebraucht wird. Und das Geld, was ich im Säckel habe, ist ach, was wert. It's me. You can tell me later. Hier waren sie auch schon ewig nicht mehr. Gibt's was Neues? Ach, der Bill. Da war doch was. Ei, Gude. Der Herr Williamson lässt sich fangen und jetzt rennt er wieder hier rum. Wer durfte ihn befreien? Der Arthur, wer sonst? So, mach ich mich auf den direkten Weg zum Pearson. Erst noch ums Fedi kümmern, ist klar. Damit immer das dicke, die dicke Rinderhaut da hinten runterkommt. Zur Fresse kriegt er natürlich auch noch was. Logo. Eine wilde Möhre. You must brush that horse a bunch. What? Horse und Punch? Kenn ich. Keine Ahnung. Hey. Gentlemen. Ha! What is it? Hola. Don't work too hard. I work smart. Oh, you do, do you? All right, Morgan. Du arbeitest mit dem Kopf. Hm? Deswegen haben sie dich ja gefangen genommen. Ist klar. Das sind alles Faulenzer, hey. Der Einzige, der hier wirklich was schuft, ist der Adur. So, Pearson, komm ran hier. We could really use some more meat, Mr. Morgan. Nix Meat. Ochsenfell, perfekt für die Herstellung, mein Freund. Now I can turn this into something special. Genau, jetzt hast du Skelle. Was ist denn mit Meat? Was habe ich da noch an Meat? Erstklassiges Rindfleisch. Na, das kriegt ihr nicht. Bist du genug? Good job, Mr. Morgan. Ja, danke, Pearson. Oh, Mr. Morgan. I've jotted down a few things that I think could be... So, das war Arthurs Unterkunft, gell? Ochsenfeld-Ebbisch. Da ist er. Perfekt. A very nice addition, I think. Krieg ich meins beim Aufsteigen auf dem Weg zum Rasierspiegel keine kalte Füße mehr. Ah. So, jetzt fehlt mir noch die Puma-Feldruhe. Zweimal Puma perfekt. Und einmal ein Widderkadaver perfekt. Ja, wo ich den noch finde, weiß ich nicht. So, Lagertische hatte ich, gell? Speiseware hatte ich. Hauptlagerfeuer fehlt auch noch einiges. Und das Wachlagerfeuer habe ich.
Oh, da hab ich ja schon einiges gemacht hier für die Leiche hier. So, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.